Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ich bin gerade hier noch am, oder hab ein bisschen was schon verändert, eine Kleinigkeit auf jeden Fall. Ich habe unseren alten Pressure Reactor Chamber nach hier drüben gestellt und werde nochmal dasselbe System aufbauen wie hier drüben. Und dass wir eine höhere Produktion hier haben, weil der hier läuft sowieso ganz praktisch und das Wasser ist sowieso kein Problem, wenn ich jetzt hier gucke. Steigen oder sinken wir? Wir haben eine 8 vorne stehen. So ein 50, das schaut aus, als ob wir steigen würden die ganze Zeit. Also Wasser scheint so oder so mehr zu werden. Und das sind mega viele Buckets, die hier drin sind mittlerweile. Ethylen hat sich auch mittlerweile angespart. Dadurch, dass meine Maus sich da irgendwie entkoppelt hatte. Und der hier mittlerweile voll ist. Problem, ich kann hier einstellen, was ich will, unter Fluids. Und sagen hier, da soll der wir können. Was passiert, wenn ich alle aktiviere? Aber er findet es einfach nicht. Das heißt, muss ich hier was einstellen? Was ist hier ein Output? So, bedeutet, ich werde hier einen Abstand zwischen machen müssen. Und dann muss ich hier einen Fluid Importer und Exporter hin tun. Ich habe nur noch einen Fluid Exporter. Aber man kann auf jeden Fall zwei nebeneinander stellen, das ist gut. Brauche ich einen Importer noch? Ja, das ist auch schon fertig. Ich habe schon die 1000 Biofuel nochmal machen lassen. Import. Fluid Import Bus. Und dann noch eins. Ich weiß nicht, was passiert. Wenn noch andere. Import Cables. Import Bus. Habe ich auch keins mehr zum Beispiel. Zwei davon wären cool und dann noch ein Export-Bus für die Pellets. Die brauchen wir auch noch. Bedeutet, ich würde einen Fluid-Exporter hier oben. Ah ne, warte mal. Fluid kommt gar nicht, es kommt mit Gas. Ich Fluid Gas Export. Kriegen wir raus irgendwelches Gas, das werden wir dann sehen. Wir brauchen den Gas Import. Dann natürlich noch die Kabellage. Dann lassen wir es einfach hier auch drüber laufen. Genau, dann wird der jetzt hier das verlieren. Und ich kann mir einen Bucket von dem Liquid Ethylen nehmen. Warum kann ich mir kein Liquid Ethylen nehmen? Ich kann mir ein Bucket of Water nehmen und hier rein raus tun, aber ich kann mir kein Liquid Ethylen nehmen. Das ist scheiße. Schau mal, gibt es einen Water Tank vielleicht, in den ich das rein tun muss? Fluid Tank oder so, das gab's doch, oder? Es gab doch so ein Fluid Tank auch noch. Bin mir relativ sicher, dass es da noch einen gab. Ja, welche Fluid Tank? Ich mach mal so einen schnell. Ich muss so einen verwenden dafür. Irgendwie habe ich so die Vermutung. Jetzt habe ich hier ganz schön viel drin. Und dann, wenn ich hier auf den Import-Bus gehe, dann sage ich ihm hier unter Fluids, hier soll es reingehen. Er pumpt es auf, perfekt. Kann ich dem jetzt einfach sagen, nimm das wieder? Ja, perfekt. Dann hat er auf jeden Fall schon mal mehr.
Der hat schon das Ganze wieder draußen. Der füllt sich jetzt auf. Perfekt. Dann haben wir, glaube ich, noch Hydrogen gebraucht. Ich muss leider mal kurz die Fackel stehlen. Hier platzieren. Dann brauche ich noch... Okay, da geht Gas rein. Gut. Gasimport, Gasimport. Dann müssen die Pellets noch rein. Und die Pellets raus. Ist die Frage, muss noch ein Gas raus? Ich klaue mir schnell mal ein Pellet-Ding dann. Zum Substrate. Gut. ME Export Bus. So. Send Import Bus. Ist das vorne? Import. Dann definieren wir dich als Output. Gut. Und Gases. So. Dann können wir erstmal das mal noch alles nach oben verfrachten. Ich brauche noch die Kabellage schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese Verkabelung. Dann brauchen wir ein bisschen Gas. Und ich glaube, warte mal, wir schauen mal schnell. Ich weiß nicht mehr, nicht auswendig. HD braucht Oxygen. Oxygen auswählen. Bisschen Oxygen hier rein. Das ist der Gas-Export-Boss. Der braucht das. Perfekt. Die Pellets sind auch schon drin. Braucht das Ding hier rein theoretisch nur noch Energie. Richtig? Richtig. Bedeutet. Schau mal. Er produziert wieder Oxygen, schauen. DPE-Pellet, perfekt. Gut. Okay, jetzt brauche ich schnell den Gas. Importer, das Gas Export, Gas Import. Okay. So. Und so. Und jetzt sage ich noch Gases. Output. Dann pumpen, tun wir jetzt Oxygen auch wieder zurück ins System pumpen. Und das Substrate sollte dann alles gut laufen lassen. Perfekt, bedeutet, wir tun jetzt die HDE-Pellets herstellen. Geil. Aber ich muss den Tank wieder leer machen. Was frisst denn das eigentlich nochmal? Das frisst Hydrogen. Habe ich nicht hier Hydrogen drin? Kann ich nicht einfach mal ein Pack nehmen? Sagen Hydrogen. Füll auf. Ne, macht er nicht, schade. Aber dann nehmen wir mal schnell, weil ich glaube, ich kann es in dich reinpacken, ne? Hydrogen. Basic Tank. Wir füllen ihn ein bisschen auf. Wird hier drin 10.000, also ich werde schon mal ein bisschen was brauchen. Ja, sollte doch passen. So, und dann tun wir das Backpack mal auffüllen.
Vielleicht sollten wir das auch irgendwann mal upgraden, weil das ist ja noch das Basic Jetpack. Okay, wir können ja währenddessen mal schauen, wir brauchen sie eh gerade nicht. Wir müssen hier noch eine weitere Station hinbauen. Speicherplatzmäßig haben wir eben massenweise. Ich weiß nicht, was fehlt noch alles bei der anderen. Ich glaube noch 61K-Verbindung. 61K, 3 Co-Processing Units und ein Crafting Monitor. Dann gehen wir einfach mal Crafting an. Dann brauchen wir noch eine 64K. Kann ich bauen. Perfekt. Ich brauche einen Crafting Monitor. Kann ich auch noch bauen. Perfekt. Und dann brauche ich die Co-Processing Units hier. Davon 4 Stück rein theoretisch. Shit. Kannst du mir schnell noch... Oh, nein. Kann ich bitte noch schnell von denen welche kriegen? 10 Stück wären nur ganz nett für den Anfang. Okay, ich kann die natürlich auch nachher anbauen, das ist jetzt hier kein Problem. Brauchen tun wir sie so oder so. So. Jetzt haben wir schon mal noch einen dritten Prozessor laufen. Dann lassen wir rein theoretisch hier noch ein Kabel dann runtergehen oder rüber. Sollte auch klappen. Dann können wir in Zukunft, weißt du, jetzt können wir schon ein paar Co-Processing Units machen. Weil es ist, stimmt schon, wir müssen auf jeden Fall viele in Zukunft, oder wir brauchen mehr. Und ich hätte die ganze Zeit schon mehr machen müssen, damit wir einfach gescheit arbeiten können. Vielleicht auch welche, die in Zukunft mehr Co-Processing Units haben, damit die größere Arbeitsleistung nehmen können. Aber allein schon, wenn wir mehrere Prozessoren haben fürs erste, mein Gott, dann tue ich halt hier nochmal 2 dran, dann hat das Ding Processing Units. Das ist ja auch vollkommen okay. Oder ich packe das Kabel irgendwie anders, verlege das neu und dann geht es auch schon. Ich könnte auch rein theoretisch hier schnell durchpacken. Dann hier drüben lang verlegen. Hier wäre wieder auch gleich relativ praktisch, weil mit Ender.io konntest du halt richtig cool was machen. Schauen wir jetzt mal, wie viel HDPE-Pellets wir aktuell haben. Ja, die 100 Stück. Gut, aber wir brauchen ja die Rods. Die Dinger hier. Und die werden so gecraftet. Mein Plan, wir machen dafür jetzt erstmal eine Aufgabe für. Bedeutet, wir tun die Rods hier. Crafting. Einspeichern und dann genau auch die Sheets nochmal. Dann haben wir nicht die auch schon mal eingespeichert. Gut. Die legen wir dann hier schnell irgendwo rein. Ist ja wurscht, ey, wo. So, und wenn wir jetzt wieder für Moog schauen. Waren wir, glaube ich, bei... Nee, wir waren schon bei dem HDPE Pellets Bomben. Ach, schau, und Substrate. Und wir sind ready zu machen. Dann geben wir auch gleich hier natürlich den Red Mulch als Auftrag rein. Der macht jetzt einen Growth Rate von 333%, Drop Chains von 240. Holy shit. Jetzt sind wir in Game, Leute. Sehr schön. Ich sag, es ist mir wurscht, aber ich will es trotzdem irgendwie machen. So, okay. Als nächsten hätten wir den Black Mulch. Und der wäre so zu machen. Für uns ja eigentlich kein Problem. Wir craften jetzt mal 10 von denen. Und craften 20 mal von denen einfach. Ah ne, dafür haben wir gar nicht. Scheiße. 10. Gut. Dann können wir den Black Mulch bauen. Das ist brutal. Wir haben jetzt schon den Black Mulch. Der Black Mulch hat eine 500 Drop Chance und 290. Haben wir nur noch den Blue Mulch und dafür brauchen wir Blue Slimes, Crystals, Wither Dust. Okay, ja, die sind noch weit entfernt, aber die Black Mulch Dinger hier sehe ich als machbar. Ah, habe ich jetzt gerade. Was habe ich jetzt gemacht?
So, wenn ich jetzt im System suche, sag ich für Blackmulch 10 Stück, next. Sagt er, wir hätten alles, um die zu machen. Ich hätte jetzt 12 Mulch davon. Geht nicht, weil ich dafür 235 HD-Pellets brauche. Das ist uncool. Eigentlich sollte ich auch den Import hier gegen ME-Bass austauschen. Und dann sagen, dass er hier mit HD-Pellets machen kann. 1:1 Wechsel. Eigentlich wäre das das Schlauste, weil sonst produziert er natürlich dauerhaft. Die Produktion kann eh dauernd laufen, weil okay, Biofuel brauche ich bestimmt auch zwischendurch mal, aber kann ich ja sonst craften für die Mission. Vielleicht wäre das gar nicht schlecht, dass wir hier ein Interface einsetzen. Habe ich denn noch ein Interface oder brauche ich mir schnell eins? Sollte jetzt nicht schlimm sein. Suchen wir nach Interface. Interface. Ach scheiße, ich habe noch einige Interfaces sogar. Ich brauche aber für erste nur eins. Dann kann ich das in Auftrag geben und ich weiß, es wird gemacht irgendwann. Das ist natürlich wieder der Unterschied, ne? Das war das Schutzding. Umschalten in Crafting. So, wir brauchen jetzt erstmal Substrate. Heißt das nicht so? Ach so, ich habe eben auf Crafting gestellt. Substrate. Ein Substrate. Ich darf nur. Ein Substrate. Wird eins davon. No, ich habe keine Coding Patterns. Kann ich mir schnell mal die Craften Blank plättern? Pattern. Yes, ich habe welche. Gut, ich habe das Interface, ich habe das Encoding Pattern. Dann tauschen wir das hier gegen ein Interface aus. Nope, das war jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich alles abgebrochen. ME Interface. Wir setzen das rein. Das ist jetzt nicht konfig soll. So. Der wird jetzt das Ganze noch hoffentlich noch abtransportieren, genau. Wir brauchen hier noch Speed und Energy Upgrades. Ich fände, das wäre schlau, wenn wir das auch noch machen. Speed. Haben wir nicht, leider. Speed. Das waren die Speed Upgrades hier. Zwei konnte ich machen. Shit. Die Dinger gingen in der Enrichment Chamber mit Redstone und Iron Ingots. Habe ich Iron Ingots? Iron. Ja, habe ich genug. Ah ja, das Verteilersystem habe ich auch noch hier. Die muss ich in Zukunft auch nochmal umwandeln. Auf jeden Fall dafür, dass ich will ein bisschen Redstone Blocks und Iron für die nächste Runde. Das will ich aber in Zukunft dann auch umsetzen. Also wie gesagt, es wird alles in Zukunft auf jeden Fall noch verändert. Alles immer mehr automatisiert, weil das ist der Weg to go. Oder Way to go einfach. Also jetzt die paar rudimentären Sachen wie sowas jetzt auf die Schnelle, das mache ich jetzt schnell, weil ich den einen Punkt erst fertig haben will. Ich darf bloß nicht vergessen, dass ich das in Zukunft auch mal mache. Dass halt hier die Möglichkeit besteht, dass wir das automatisch machen lassen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einige von den Upgrades hier, von Mechanism, die Upgrades. Jetzt 32 auf jeden Fall mal mitnehmen, das wäre so erste Idee. So.
So, dann bringen wir die zurück ins System. Ja, ich kann über noch die Kabel, ich habe hier noch keine Kabel verlegt, denn da sind noch keine Kabel hin. Ich brauche eigentlich jetzt sowas wie 16 Stück, blöd, ich muss. Für beide Maschinen. Und dann brauchen wir noch ein Energy Upgrade. Energy. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Als ob die schon wieder aus sind. Das gibt's doch gar nicht. Na, jetzt sind wir wieder 32, das passt doch. Schön, ich brauche 16 für jeweils die paar. Ja, Leute, die Menge kommt gut hin. 16 mal 2 macht 32, ja. Das System hat da schon recht, leider. Gut. Dann können wir die ganzen Maschinen mal upgraden. Also, dass wir die zum Beispiel hier Upgrades. Jetzt können wir als erstes mal die Speed Upgrades zum Verpassen. Genauso, du kriegst Speed Upgrades von mir. Wenn wir die nicht upgraden, können wir da doch auch, auch das machen, dass wir das umsetzen. Jetzt gibt es noch Energy Upgrades rein. Du kriegst von mir auch Energy Upgrades. Es sollte so pragmatisch wie möglich arbeiten können. Ein Biofuel wird hier auch zu einem Substrate. Machen wir jetzt auch gleich noch. Ah, ich habe die Flash dabei, ne? Natürlich von einem System zum anderen ist ein bisschen scheiße, aber Substrate. Ein Substrate wird aus Biofuel hergestellt. Und ich brauche noch ein Interface. Muss ich nur gucken, das ist der ME-Pass, wo Bio, wo das reinkommt. Interface mit dem Substrate läuft wieder perfekt. So, wenn ich jetzt hier hingehe und sag, ich will Black Mach. Ich will 30 Stück, sagen wir jetzt mal. Er weiß haargenau, wie viel er braucht. Also Substrate. Da muss er so viel craften von. Okay, wenn ich sage, ich will 100, geht das rein theoretisch auch. Let's do 100. 98, ja, das ist 90, 94. Das ist mega gut. Und dadurch, dass wir mehrere von denen hier natürlich haben, haben wir die Möglichkeit jetzt solche Maschinen auf easy herzustellen. Wie viel 46k Maschinen habe ich denn noch? Hier 4 Stück. Okay. Wie viel Crafting Units habe ich noch? Crafting. 14 Stück. Why not? Warum nicht noch eine machen auf die Schnelle? 3. Ein Monitor. Und 4 Co-Processing Units. Also jetzt kann keiner sagen, dass wir nicht gut dastehen würden. Monitor. Die nächste Processing Unit. Und ich wäre dafür, dass wir den Strom jetzt endlich an. Können wir meinetwegen da oben lang legen, aber dass wir da mal reinschauen, ob wir hier vielleicht nicht doch noch ein bisschen was rauscraften können. Wir wollen natürlich nicht, dass die Stromverbindung jetzt abbricht.
Effekt. Das liegt halt doch ein bisschen im Weg, muss man sagen. Von wir jetzt noch so eng gebaut haben. Das macht es wesentlich angenehmer. Das ist mein Arbeitsraum jetzt, so. Kann ich es auch endlich so machen, wie ich will, dass man hier jetzt oben so lang macht. Doppelte Anschlüsse, weil es einfach lustig ausschaut. So, das sollte absolut kein Problem sein. Als nächstes kann man dann jetzt nämlich mit den neuen Upgrades hier da drin zum ein neues Stockwerk zu machen, wo wir die ganzen Pflanzen anpflanzen. Ich denke, das wäre nochmal ganz, ganz spannend. So, der macht jetzt gerade Substrate, auf das er wartet, und ich glaube, das wird... Oh. Er hat Ephilen noch gespeichert, er kommt bloß nicht hinterher von der Geschwindigkeit her. Kann man hier rein theoretisch Upgrades machen? Speed Upgrade, schauen. Dann machen wir das, der muss flott arbeiten, der muss produzieren ohne Ende rein theoretisch. Eieieiei, Speed. Das waren jetzt aber... Welche waren das jetzt? Shit. Was für eine Maschine war das? Ja, ich sollte ihnen auch noch ein Crafting-Ding machen, ich weiß. Das waren auch die blauen. Dann nimm dieselben. Ja dann. Müssen wir schnell nur die gebauten Dinger noch von da hinten holen. Dann wird es eh noch wichtiger, dass wir die auch bald zu uns holen. So, okay, dann bauen wir wieder die typischen Upgrades. Ein Stack von und dann wieder Energy Upgrade. Energy. Zack, zack, zack. Da haben wir gerade unser Bottleneck. Ah, ne. Lass mal kurz die Energy rein. Das macht es natürlich um einiges effektiver jetzt. 3, 4, 5, 7 und 10-fach so hoch die Verbindung. Schau, wie er darauf reagiert. Speed Upgrade. Das hört sich schon fast an, als ob es durchgehend laufen kann. Ja, holy shit, die Geschwindigkeit. Genau das brauchen wir. Wenn wir jetzt hinschauen, geht es um einiges flotter. Wir müssen so zwischendurch craften. Aber es geht easy voran. Geil. Bitte, wir haben dann ganz viel Black Milk. Wir müssen noch das andere herstellen, was in dem Inventar. Also, wenn wir jetzt mal unter Advancement schauen. Age of Farming fehlt uns natürlich nur noch dieses Blue Darby D. Was natürlich Blue Slime, Gierig und Wither. Das muss ich halt natürlich. Wither ist noch so eine Sache. Brauche ich eine Wither-Farm für und alles drum und dran. Aber dann haben wir den Mulch fast durchgespielt. Und natürlich, der ist heavy und der wird richtig heavy. Fertile Soil is great to upgrade. Fertile Soil. Suchen wir mal Fertile Soil. Was das ist und wie man die macht. Fertile Soil. Ramped Earth. Ne, ich brauche jetzt eigentlich jetzt mal Bone Meal. Habe ich keine Bone Meals mehr? Habe ich kein Bone Meal mehr? Okay, warte, ich kann jetzt einfach so machen. Nehmen rein hier. Auch erledigt.
Viertelsäule ist fast durch. Der hier hinten erstellt jetzt die ganzen Sachen. Der Tier wird auch gerade viel wahrscheinlich. Ja, der, daher sieht man hier, der macht das. Die machen das zwischendurch. Was macht der? Ach, der macht die Bones. Ah, der benutzt beide. Cool. Ja, ME Interface und Monocular Assembler sollte ich vielleicht nochmal. Monocular Assembler. So, Assembler. Ich hätte gern die Annihilation Scores hier auch mal als Crafting-Rezepte, ganz ehrlich. Core. Das ist nicht so. Core. So. Einmal das hier als Plan und einmal das hier als Plan. Ich habe keine Coding-Patterns mit Pattern. Ah, hier habe ich noch ein paar Patterns. Okay, dann brauche ich Crafting Table noch. Simpler Crafting Table, dankeschön. Und dann ein Assembler. Ich tue jetzt einfach auch automatisch hier einen Assembler. Quartzglas habe ich schon, Iron Ingot sollte ich auch haben. Dann speichere ich die halt erstmal ein. Ein paar Interfaces, da tue ich die nicht erstmal mal vorne. Ich habe bestimmt noch ein Interfaces. Halt, stopp! Ich sehe dich. Nicht hier, nein. Der denn jetzt? Ich verstehe nicht, wo ich eine Lücke habe. Ich verstehe es nicht. So, jetzt kann ich hier rein, natürlich die Dreschen reinhauen. Kann ich den hier nehmen, reinhauen und dann natürlich noch ein Interface einfach, damit wir sie haben. Interface, machen wir noch ein Fluid Interface gleich dazu. Das sind ganz verschiedene Interfaces einfach. Haben die noch ein Gas Interface auch? Ne, wir sind nicht erschaut. Gut. Bedeutet, ich sollte jetzt, wenn ich sage, okay, ich will ein paar Interfaces haben, einfach hingehen können. Mit 10 Stimme welche. Start. Dann sage ich noch Monocular Assembler. Schon falsch. Molecular, okay. Jetzt sehen wir noch gern von denen. Craften wir die. Dann schauen wir mal ins Crafting-Menü rein. Dann kann ich hier rein auch nochmal Crafting. Dann kann ich mir auch nochmal sagen, hey, ich hätte gerne Storage Component. Ein Stück davon. Craften wir das. Jetzt ist der hier belegt. Und der hier ist auch belegt, der arbeitet sich natürlich jetzt da durch. Aber es funktioniert. Das ist mega cool. Der muss auch natürlich jetzt auf seine dementsprechenden Sachen noch warten. Aber alles funktioniert, alles läuft. Und das schwarze Zeug ist auch fertig. Bedeutet, wir können in der nächsten Folge auf jeden Fall unsere Pflanzen umtopfen und ein neues Input-System machen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.